Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Hier müssen wir flach kommen. Und wenn er jetzt nach vorn gehen würde und so tun würde, als ob, dann hätten wir hier die Muskel. Und dann, Nina, ist wahrscheinlich gut, wenn das Dunkle gleich so handbreit ist, mindestens, oder? Wir probieren gerade einen Leoparden an, der für den Venusberg geplant ist. Da haben wir so Kreaturen und da gibt es verschiedene Tiere und unter anderem diesen Leoparden, wo aber auch sichtbar ein Mensch drinsteckt. Also es ist so eine komisch amorphe Situation da. Also wie gesagt, Nina, da kommt der Ansatz noch ran, ne? Das ist jetzt nur... Nee, nur mal auch sehen, für die Umgebung genau. Zu sehen und so. Das ist jetzt falsch schon, aber. Aber wenn man das ja auch genau, das wäre ja eh so ein bisschen hier so. Ja, genau, das geht bis vor. Ne? Die sitzt jetzt auch ein bisschen. Steht hier gut, die Farbe. Ja? Ja. Die anderen Figuren, die da vorkommen, sind ja so komische Kaulquappen, die vielleicht auch an Spermien erinnern oder so. Und das hat für den Regisseur, für Sebastian Baumgarten, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, das ist für ihn so die Ursuppe, das, aus dem alles entstehen kann und in das alles auch wieder sich zurück verwandeln kann. Mach mal den Gesichtsausschnitt richtig rund, dass das Gesicht drin ist. Also, dass man es irgendwie so hoch macht, dass es wie so ein Mund da aussieht, weißt du? Weil ich meine, ihr müsst ja nicht singen. Obwohl, wer weiß. Für mich war einfach auch wichtig, dass man sozusagen Größenverhältnisse außer Kraft setzt, dadurch, dass eben Tiere, die in Wirklichkeit ganz klein sind, plötzlich ganz groß sind, so wie Träume auch funktionieren. Das hat man, also das ist auch was in der Oper unter Umständen vorkommen wird. Das ist ganz erotisch. Ich mal dir jetzt mal Striche. Hast du irgendwas drunter? Nein, es ist bloß die Haut. Hoffentlich geht das nicht durch bei dir. Doch, das geht durch. Der Wolfram wurde von Annette angezeichnet, war am nächsten Tag beim Arzt, bis die dann doch gefragt haben, was er gemacht hat. Nein, ich kann dir wirklich sagen, Wolfram hat gesagt, das ist erotisch. Guck mal, also er kriegt jetzt quasi ja von uns dieses Teil, ne? Mhm. Mit diesen Augenbrauen und da wäre die Kapuze, haben wir gesagt, so, ne? Und hier machen wir halt einen Übergang mit Haaren und Fell und sowas. Nochmal kurz mit deinen Haaren sozusagen. Ich habe ja genug. Er hat ja coole Haare. Ne? Ah. Ach so. Die Kapuze weg bei dir. Und wenn wir ihm jetzt mit den, genau, Kapuze weg und jetzt hier zum Beispiel nur Augenbrauen das machen. Das finde ich schön. Mhm. Augenbrauen und Kapuze weg, aber den Sattel lassen. Mit Nase vielleicht. Die Behaarung lassen. Das kann man ja machen. So ein Teil. Augenbrauen, Nase. Das finde ich super, ja.